Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen hier zu diesem neuen Video. Und heute ist es mal ein sehr interessantes Video, denn es ist ein bisschen was passiert. Und das Ding ist, ich habe momentan keinen PC und ich habe momentan auch keine Möglichkeit, wirklich Videos zu schneiden. Deswegen haben wir hier einfach eine wundervolle Handyaufnahme. Und das Ganze geht so ein bisschen zurück da rein, dass mein PC halt kaputt gegangen ist, beziehungsweise die Tastatur des PCs. Ich habe den in Reparatur gegeben und mir wurde gesagt, ja komm, das dauert ungefähr 7 bis 10 Werktage, dann hast du den wieder. Das Ganze ist jetzt 2 Wochen her. Ich habe noch überhaupt keine Mitteilung bekommen über nichts. Und ich hatte mich halt darauf nicht vorbereitet. Ich habe gedacht, okay, ja, passt, für 7 Werktage ist das in Ordnung, dann brauche ich keinen PC. Zum Videoschneiden kann man den dann halt danach verwenden, ist in Ordnung. Bis dahin komme ich zurecht. Hat nicht ganz geklappt, wie ich dachte. Jetzt habe ich halt immer noch keinen PC und deswegen ist das hier eine Handyaufnahme. Und ich versuche, das Beste wie möglich draus zu machen. Heute haben wir allerdings einen kleinen Haul hier wieder mit uns oder für uns. Und an dem Tag, an dem ich nämlich meinen PC in Reparatur gebracht habe, und deswegen habe ich ja seitdem kein Video hochgeladen, habe ich nämlich noch etwas im Lego-Store gekauft. Und da war ich kurz im Store, weil ich ja sowieso in Hamburg war, und habe mir die wundervolle NASA Apollo Saturn 5 mitgenommen. Heute ist, wie gesagt, ein kleines Haul-Video und das ist das Erste, was dazugekommen ist. Ich liebe die Saturn 5 und ich hatte sie nicht und ich muss zugeben, ich wollte sie haben auf jeden Fall. Und dadurch, dass sie halt bald aus dem Programm geht, habe ich mir damals gedacht, muss die unbedingt mitgenommen werden. Ich habe sie für den vollen Preis mitgenommen, ein paar VIP-Punkte hatte ich noch mit drauf. Deswegen ist das Ganze relativ in Ordnung. Ich habe, glaube ich, dann im Ende 85 Euro bezahlt oder so. Das geht voll in Ordnung, vor allem, weil sie halt bald verschwindet. Das heißt, wer sie jetzt noch haben möchte, der sollte sich dann beeilen. Auch mitgenommen habe ich, und da freue ich mich auch schon sehr auf das Review, wenn ich das dann endlich machen kann, wenn ich den PC wieder habe. Juhu! Und hier haben wir nämlich die Lady Liberty Brickheads. Eine wunderschöne Dame. Ich freue mich da riesig drauf, die aufzubauen. Kann halt mittlerweile momentan halt noch nicht, weil, ja, mein PC muss halt erst wieder in Schuss sein. Gut. Und dann war, das war noch nicht ganz alles, das war zumindest alles, was ich aus dem Lego-Store mitgenommen habe. Wobei, nein, Moment. Ha, entschuldige. Ich habe nämlich hier hinten, das hat der Store-Mitarbeiter uns mitgegeben, haben wir hier einen kleinen Brick. Und zwar einen 2x4 Brick mit so in grün mit 2 Augen dabei. Den haben sie jedem Kunden mitgegeben. Voll süß und voll niedlich. Und den gab es irgendwie dazu. Fand ich voll cool. Also ganz große Grüße hier aus, also an den Lego Store Hamburg. Ihr seid toll. Ich mag euch. Gut, also das auf jeden Fall hier so zum Kundenbinden mit Lego-Steinen. Wunderschön. Finde ich toll. Dann waren meine Eltern in Spanien und haben mir etwas mitgebracht. Und zwar unter anderem etwas, worum ich sie gebeten habe, nämlich diesen wunderschönen hier. Das war der Ford Mustang Fastback. Sie schickten mir nämlich ein Bild aus einem Spielzeugladen und fragten mich so scherzeshalber, ach, willst du nicht was haben? Ich habe mir das Bild angeschaut und ein bisschen reingezoomt und habe tatsächlich den hier gesehen, der gerade im Angebot war. War ein bisschen kaputt, war deswegen auch im Angebot. Und dann habe ich gesagt, ich möchte den gerne haben, weil ich habe den schon tatsächlich. Ich habe mich nie getraut, den zu öffnen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, weil das Ding ist eh kaputt. Und jetzt macht es dann auch nichts mehr, wenn ich den öffne. Deswegen habe ich jetzt endlich einen, den ich auch aufbauen kann. Und ich freue mich riesig da drauf und vor allem darüber, dass ich den jetzt auch aufbauen kann. Ansonsten haben sie mir noch 2 Sachen mitgebracht, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und zwar einmal haben wir hier die französische, sie sind dann über den französischen Weg zurückgefahren, die französische Version des Batman-Magazins. Und es ist wunderschön, wir haben hier natürlich den Superman, passt in ein Batman-Magazin wunderbar. Ich mag die Figur echt gerne, ich habe keine deutsche Version davon, deswegen bin ich sehr, sehr froh. Und ich muss mal schauen, ob ich den auspacke, oh Gott, das Ding steht echt überhaupt nicht, ob ich den auspacke oder ob der einfach erstmal hier drin bleibt, weil ich den noch gucken muss, ob ich den irgendwo ausstellen kann oder nicht. Mir auch mitgebracht haben sie mir, und das fand ich super cool, ich hatte keine Ahnung, dass es die gibt, von Emmett und von Wildstyle von Lego Movie 2, stand hier irgendwo da, 2 Flaschen, 2 Wasserflaschen von Nestle. Fand ich sehr, sehr cool. Ich wusste überhaupt nicht, dass es die überhaupt gibt. Und deswegen finde ich sehr, sehr cool. Danke euch nochmal, dass ihr die mitgebracht habt.
Das war so quasi alles. Es sind auch noch drei kleine Päckchen angekommen mit Minifiguren drin, die auch ein extra Video bekommen sollen. Diese Figuren sind nämlich von ein paar von euch gesendet worden. Und zwar sollen welche davon in meinen Minifigurenrahmen, in meinen YouTube-Rahmen. Und das möchte ich natürlich mit einem Video würdigen. Möchte das gerne aber dann natürlich auch mit der Kamera machen und nicht jetzt einfach so mit dem Handy. Das wäre ein bisschen schade. Deswegen da noch ein bisschen drauf warten. Ich hoffe ja, dass mit dem PC wird bald was. Und dass wir da bald uns ranwagen können. Wer mir auch gerne noch eine Figur senden möchte für den YouTube-Rahmen, schaut euch gerne das Video an. Da sage ich genau, wie ihr das machen könnt oder was ihr machen könnt und wofür das Ganze ist. Also falls wer sich noch fragt, was ich hier eigentlich gerade erzähle, schaut sich gerne das Video an. Gut, ich würde sagen, das hier war es mit diesem Video. Etwas, ja, interessant in der heutigen Form. Aber ich würde sagen, trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Ein paar sehr, sehr schöne Lego-Sets. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch eine wundervolle Woche, einen wunderschönen Tag heute noch. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Video. Mein Name ist Patrick und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein und ciao.